Moinsie Friends, back at it again. Heute ist der 18.06.2023. Ich denke, ich juckt mich nicht. Aber doch, heute ist Nations League Finale. Kroatien hat es geschafft und natürlich, das können wir uns nicht entgehen lassen, machen wir einen Roadtrip nach Rotterdam und checken das Spiel im Stadion ab. Vorher müssen aber noch ein paar Dinge erledigt werden. Und das Wichtigste von dem Ganzen ist natürlich dieser Herr hier. Dem muss ich die Haare vom Kopf schneiden, weil so kann ich ihn nicht ins Stadion gehen lassen. Welcome to my barbershop. Runter bin ich komplett nackt. Kennst du diese TikToks, wo die so sagen, so, ja, ein bisschen mit Fältchen, ein bisschen kurz, so, so, so? Ja, kenn ich so eine Scheiße. Ich würde sagen, fertig. Soll das so aussehen? Warum blutest du? Ich habe mir einfach einen Finger geschnitten. Ich mich viel eher, Alter. Verschenkt Gold, sie kann er sich so aufdrehen. Schaust du so? Hast du Angst, dass ich so mache? Ja. Geh mal zum Feinschnitt über. So, mein Job ist getan. Was sagst du? Anzeige kommt später. Wow. Model einfach, Model. Ich habe einen TikTok-Trend gesehen und den will ich unbedingt nachmachen und der sieht so aus. Mach das nicht nach. So, wir sind gerade losgefahren, noch schnell an der Tankstelle, damit wir nicht auf halber Strecke irgendwie auf der Straße stehen bleiben. Lukas, wo ist der? Da ist er doch. Soll ich irgendwas mitbringen? Nee. Lukas hat mich gefragt, ob ich was will, aber ich meinte nein. Aber nein heißt nicht nein. Also mal gucken, ob er mir trotzdem was mitbringt. Was? Das ist nur für mich. Da trinkst du keinen Schluck. Du weißt, was für Show der macht. Der bringt mir sonst immer was mit. Schwör, du hast mir nichts mitgebracht. Nein, den hier habe ich hier mitgebracht. Wir sind seit 20 Minuten unterwegs und... Ich muss Pipi. Wir müssen schon eine Pipi-Pause einlegen. Ich dachte, wir gehen ein Fußballspiel schauen. Aber irgendwie... Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich muss noch mal Macbeth in anderen Ländern testen. Schmeckt hier besser? Oh, noch mal geil. Nach 2-3 Stunden Fahrt sind wir endlich hier angekommen. Wir müssen nur noch zum Stadion drüber laufen, aber so können wir das Stadion auf jeden Fall nicht betreten. Deswegen. Kakosice vape omicno. Yeah, let's go. Wir suchen gerade unseren Eingang. Ich sag mal, hier vor Stadion ist schon mal dicke, fette, geile Stimmung, Mann. Was glaubt ihr? Von wem sind mehr Fans da? Ich glaube, wir sind in Kroatien. Gerade an. Ich sag mal so, ich wusste nicht, was für Tickets wir haben. Ich wusste es auch nicht. Weil Lukas die Tickets geholt hat. Und guck da bitte! Guck da bitte, wir sitzen in der zweiten Reihe. Was da passiert? Taktisches Foul der Spanier. Das gibt eine Gelbe. Ja, solange wir sich da umbringen. Ich glaube, die Kroaten haben hier so ein leichtes Heimspiel. Hey, ich habe das Gefühl, wir sind nach Kroatien geflogen. Wir sind gefühlt den Spanier. Kroaten are built different. Thank you.
Glück habe ich unser Regencape mitgenommen. Und genau heute wird es in Verlängerung gehen. Das kannst du keinem erzählen, Mann. Außer Kroatien macht jetzt diese Gott. Chance. Oh mein Gott. Ja, ich fühle natürlich hinten. Nicht letzte Ecke oder letzte Aktion. Oh mein Gott. Und die war scheiße. 90 Minuten plus Nachspielzeit. 0-0. Es wird die Verlängerung. Weil dicke Fette im Regen. Schaut euch das mal an. Ivakovic muss halten. Nach diesem Spiel noch lebe ich. Wenn Spanien jetzt trifft, sind sie Weltmeister oder so. Petkovic für die Führung. Chance, sich eine Trophäe zu holen und die scheißen so rein.